Und heute berichte ich vom Campus der Ludwig-Fresenius-Schule in Edstein. Hier werden die Profis der Therapieberufe ausgebildet, die unser Land so dringend benötigt. Damit das so bleibt, müssen wir die Politik in Berlin davon überzeugen, die berufliche Ausbildung zu retten. Retten? Ja, Sie haben richtig verstanden. Die berufliche Ausbildung steht vor dem Aus. Durch die sogenannte Vollakademisierung soll es zukünftig nur noch möglich sein, an Hochschulen ausgebildet zu werden. Das bedeutet, für die über 60%, die keine Hochschulzugangsberechtigung haben, das Aus in diesem Berufsfeld. Wir meinen, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Wir möchten heute eine Lösung präsentieren, wie es besser funktioniert und hoffen natürlich, die Politik in Berlin davon zu überzeugen. Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier in die Fresenius-Schule gekommen sind und sich über das Thema der Physiotherapie und der therapeutischen Berufe sich sozusagen das ausführen lassen haben, wie es denn da die Situation ist. Einer unserer Hauptaufhänger war ja eben die Frage der Vollakademisierung und da wollten wir Sie dazu gewinnen, eben gerade dieses Thema vielleicht einmal kritisch zu reflektieren. Wie war denn überhaupt Ihre Reaktion? Vollakademisierung und therapeutische Berufe, passt das zusammen oder wie schätzen Sie die Situation ein? Ich glaube, uns muss klar sein, auch aufgrund des Fachkräftemangels, wie schafft man attraktive neue Einsatzfelder, aber wie kommt man auch dem wachsenden Bedarf und der Nachfrage nach physiotherapeutischen Anwendungen überhaupt nach, müssen wir zu einer stärkeren Zusammenarbeit aller Gesundheitsberufe kommen. Und zwar erstmal jeder natürlich in seiner Fachlichkeit, aber dann natürlich auch in der Frage der Kooperation mit anderen Berufen. In den meisten Fällen, das gilt ja auch für die Pflege, also nicht nur für die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten und so weiter, sondern eben auch für die Pflege, die Zusammenarbeit mit den Hausärzten oder anderen ärztlichen Berufen auf Augenhöhe. Und deswegen haben wir zwei Einsatzbereiche. Der eine ist ja, der sehr patientennah ist. Und wir haben eben die auch, wo eigenständige Entscheidungen notwendig sind, wo selber auch wissenschaftsbasiert klar sein muss, dass man selber auch verordnen kann. Das heißt, wir haben einfach verschiedene Ebenen und deswegen setzen wir als Grüne uns dafür ein, dass wir eben einen Qualifikationsmix haben, der tatsächlich ermöglicht, auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus zu arbeiten. Aber insgesamt müssen wir dazu kommen, dass alle Niveaus, und zwar aus all diesen Berufen, mehr zusammenzuarbeiten. Wir werden sonst diese demografische Krise, in die wir hineinlaufen, nicht meistern können, sondern wir brauchen Veränderungen. Und die heißt, dass man eben die grundständische Ausbildung, so wie sie hier gemacht wird, natürlich fortführt, aber eben auch akademische Wege aufzeigt, damit wir wirklich hochqualifizierte Menschen haben, die auch größere Versorgungsgruppen anleiten können. Aber wie gesagt, wir brauchen einen guten Mix von Ausbildung und von Qualifikationen. Und das wird sicher die Aufgabe der nächsten 4 Jahre sein, weil viel mehr Zeit haben wir nicht, um uns auf den demografischen Wandel vorzubereiten. Mhm. Damit ist natürlich die Hochschule Fresenius ein gutes Beispiel, weil hier gibt es so die Hochschule und eben auch die Fresenius-Schulen, die sozusagen beide Aspekte bedienen. Sie haben einige Schülerinnen und Schüler kennengelernt und da wurde auch einiges über die Zugänglichkeit zu diesem Berufsbild gesagt. Inwieweit haben Sie dort, nehmen Sie etwas mit, was sozusagen für Ihre politische Arbeit in Berlin wichtig ist, dass die Zugänglichkeit gewährleistet bleibt? Ja, ich denke, gerade die Jugendlichen, die hier gerade berichtet haben, haben ja gezeigt, dass sie eben diesen menschennahen Ansatz bevorzugen, den sehr praktisch orientierten Ansatz bevorzugen, aber ja auch nicht ausgeschlossen haben, dass sie, wenn sie diese Ausbildung abgeschlossen haben, dann eben auch sich durchaus weiter qualifizieren möchten. Das ist ja auch normal in dem Alter, dass man mit einer Ausbildung nicht am Ende seiner beruflichen Entwicklung ist, sondern am Anfang. Und das, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft sehr viel stärker in den Blick nehmen, tatsächlich diese Wege aufzuzeigen. Und die beginnen eben mit einer grundständischen Ausbildung und gehen dann eben über verschiedene Fort- und Weiterbildungssystematiken hinaus. Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass man die Ausbildungs- und Prüfungsordnung tatsächlich
sich genau anschaut, dass man sich anschaut, wie man jetzt tatsächlich weiter verfährt, weil bisher kommt der Start alles sozusagen und nichts passiert, und wir brauchen Bewegung in den Gesundheitsberufen, in der Zusammenarbeit. Wir brauchen Strukturen, wo das möglich ist, aber wir brauchen eben auch die beruflichen Qualifikationen dann für die verschiedenen Ebenen und Aufgaben. Mhm. Ein zweiten Aspekt neben dieser Ausbildungsverordnung war noch die Modellklausel, die Sie sich notiert haben. Das gab auch eine größere Diskussion, vielleicht dazu noch Ihre Position. Genau, bei der Modellklausel, da muss man tatsächlich, wenn man eine Modellklausel hat, die nicht angewandt wird, dann muss man sie halt nochmal näher anschauen und sich fragen, was ist der Sinn, ist es die Perspektive? Ich glaube, insgesamt muss tatsächlich unser Ziel sein, dass wir eine international vergleichbare, gute Ausbildung haben. Aber wie die sich eben einordnet und wie sie, in welcher Art und Weise sie ausgeführt wird, glaube ich, ist tatsächlich ein Punkt. Wir brauchen auch für Menschen, die nicht wissenschaftlich arbeiten, die kein Abitur haben, die aber sehr praktisch veranlagt sind, werden wir auch in Zukunft attraktive Berufe brauchen. Und von daher sehe ich das als einen Punkt an, wo man auf jeden Fall prüfen muss, ob man mit dieser Modellklausel weiterfährt oder ob man tatsächlich versucht, auch durchaus im europäischen Verbund, gar nicht nur jetzt auf Deutschland bezogen, hier tatsächlich attraktive neue Berufsfelder zu schaffen. Und dazu gehört sicher auch eine gute Verbindung von Theorie und Praxis. Und wie man die dann tatsächlich gestaltet über Ausbildungsgänge, das ist eine der Diskussionen, die jetzt meiner Meinung nach ansteht. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Denn was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass dort, wo ausschließlich akademisiert wird, oft der Praxisanteil zu kurz kommt und für viele junge Menschen, die hier zumindest heute waren, das einer der Hauptgründe ist, weswegen sie diesen Beruf eigentlich ausführen wollen. Und deswegen muss man, glaube ich, tatsächlich nochmal schauen, wie man den Beruf insgesamt gestaltet. Wie gesagt, am besten im europäischen Rahmen auch, damit man die vergleichbare Ausbildung hat und nicht wie in der Altenpflege, wo es nicht mal die Ausbildung in anderen Ländern gibt und dann Menschen, die hier die Altenpflege gelernt haben, in anderen Ländern gar nicht arbeiten können. Also ich glaube, man sollte aufpassen, dass es nicht zersplittert, aber natürlich braucht man eine grundständige Ausbildung und man braucht eben die Möglichkeiten der Qualifizierung bis hin zu Hochschulabschlüssen. Meine letzte Frage, Sie haben natürlich in dem Bereich Pflege sehr viel gearbeitet, sehr viel Kenntnis, und Sie halt meinten erst in der Diskussion, dass das eine oder andere Sie an Pflege erinnert hat. Vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken, wie man von der Pflege mit in die Frage der Therapieberufe nehmen kann. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich nenne sie jetzt mal die nichtärztlichen Therapieberufe, und dazu zählt auch die Pflege, jedenfalls die Fachpflege, dass sie tatsächlich kein Sprachrohr hat, also dass sie zu wenig im öffentlichen Raum, nicht nur in der Politik, auch im öffentlichen Raum zu wenig wahrgenommen werden. Patientinnen und Patienten haben oft nur punktuelle Kontakte zu Physiotherapeuten, auch zur Pflege, es sei denn, man ist jetzt in der Langzeitpflege oder in der Altenpflege, aber meistens sind die Kontakte zu diesen Fachberufen auch für Patientinnen und Patienten sehr kurz und können dann meistens gar nicht eingeordnet werden in ihrer Bedeutung. Deswegen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass die Therapieberufe sich besser aufstellen, berufsständisch aufstellen und damit auch die Spezialitäten ihrer Berufe, die Besonderheiten, wo sie ärztliches Wissen, pflegerisches Wissen und auch das Wissen von anderen Therapeuten abgrenzen oder beziehungsweise die Verbindungslinien aufzeigen können. Das muss berufsständisch argumentiert werden, und deswegen glaube ich, dass eine Selbstorganisation aller dieser Berufe einer der wichtigen Schlüsseln ist, sich tatsächlich auch auf Bundesebene mit seinen Anliegen, mit den Berufsentwicklungsanliegen auch hörbar zu Wort zu melden. Frau Schutz-Asche, herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Teilnahme heute. Wir sind natürlich gespannt, wie es auf der Bundesebene weitergeht, ob wir hier ähnlich wie bei der Pflege auch Fortschritte erzielen können in der nächsten Legislatur. Und in dem Sinne, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.